So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich denke, ihr wisst, welches Video das jetzt ist. Das ist die Auslosung vom Gewinnspiel. Es haben einfach richtig viele mitgemacht. Ich glaube 118, 119, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das hier unten sind die von YouTube, die mitgemacht haben. Und das hier oben sind die von Instagram. Es geht wie gesagt um dieses Paket, um Gewinnspiel. Ich werde einfach auslosen in dieser Kiste hier. Werden die gleich alle reingetan. Jetzt zeige ich euch erstmal, wer alles mitgemacht hat. Also, erstmal auf YouTube. Also auf jeden Fall eine Menge. Richtig nice von euch, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Und von Instagram. Da haben nicht ganz so viele mitgemacht, aber es ging ja auch eigentlich nur um die doppelte Gewinnchance. Also, nicht noch mal was sagen. In den Kommentaren habt ihr ja teilweise sehr oft das gleiche Kommentar verwendet. Zum Beispiel der Kommentar, ich will gewinnen, weil ich keinen Feuerwerk mehr habe, kam insgesamt 43 Mal, Leute. Also, das ist schon heftig. Also, wie gesagt, ich mache jetzt auch keinen Cut mehr. Die Sachen kommen jetzt so hier wieder in die Box. Damit ihr auch seht, dass jeder in die Box kommt, dass auch alles fair bleibt. Vielleicht jetzt ein bisschen langweilig, aber was soll's. Boah, ey. So. Also drin in der Box, ihr seht, hier ist nichts mehr. Und dann denke ich mal, losen wir direkt aus. Ich mache es natürlich verkehrt herum, damit ich nicht sehe, welchen ich hier rausziehe. Und dann ziehe ich The Pyronator. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast jetzt 3 Tage Zeit, dich per PN bei mir zu melden. Und ja. Bis zum nächsten Video, Leute. Seid nicht traurig, wenn ihr nicht gewonnen habt. Ich denke mal, es kommt auch noch mal irgendwann ein Gewinnspiel. Und ja. Bis zum nächsten Video. Ciao. Haut rein. Niemals blau bin, ein Pyro weiß, was er zu tun hat, ist gewissenhaft. Du wirst niemals ausgelacht, wir zeigen, wie man's richtig macht. Wir kennen unsere Rechte und auch die Gefahren. Denn eine weinende Mama können wir nicht ertragen. Wir lieben die Familie.